Mann gerade deine Stadt gerettet hat, könntest du deinem besten Freund Claptrap einen Gefallen tun und mein Auge reparieren? Ja, ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Kommt zu meiner Behausung, dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Bleib bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Hammerlock würde es sich anders überlegen. Wir beide sind wie zwei Erbsen in einer Hülle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Zwei Pfarrkannibalen im Buch. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammerlock. Stets zu Diensten. Ich kam her, um die Bullimons für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flynns Männer setzten mich auf diesen Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Du hast also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flynns Banditen besiegt? Unglaublich. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Roboterauge geben würdest? Wo Lyersburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Und dann, vorwärts! Wie ich sehe, sucht unser furchtloser Anführer Jack nach hier. Schau mal, da geht was. Faselt er was davon, dass er dem Grenzland Frieden bringen wolle, dann schießt er wie bekloppt auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Ich schildere wieder zu lebhaft, was? Tut mir leid. Bist du ja. Na los, funktionier schon. Exkremente nochmal. Das schwarze Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary gingen. Ich wollte eigentlich ein paar Jobs für dich posten. Na, sprich stattdessen einfach mit mir. Und wie gefällt dir Lyersburg? In dieser Stadt war mal ordentlich was los, aber dann flohen die Bewohner nach Sanctuary, um sich vor Jacks Armee in Sicherheit zu bringen. Zumindest die meisten von ihnen. Stopp dir die in den Hals! Bullimon freie Gegend mehr.
Das wäre natürlich noch viel schöner, wenn irgendwer in Liarsburg noch am Leben wäre, um deinen Sieg zu feiern. Aber trotzdem, gut gemacht. Gentleman's Agreement. Ich bringe ihm die Sachen der Leichen, die Jack im Clutch ablegt. Er quält mich dafür nicht mehr mehrere Stunden am Stück. Und dann hat das doch. Aber hallo, damit ist Söldner. Ich habe Geld. Ich habe ein Problem. Und fahre nach Sanctuary. Los, wir gehen da lang. So wird's laufen, Kammerjäger. Mein erster Mat Boom Boom wird dich umbringen. Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häschenhüpf auf deinem Brustkasten. Das sieht alles so verlockend aus. Tag, hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln, aber nicht genug Geld? Wie ist, wenn dir etwas ins Auge fällt?
Wenn du an Mord denkst, dann denk an Marcus Munition. Keine Gewährleistung. Denk daran, wir haben immer geöffnet. Sanctuary ist für euch gesperrt. Ihr Bludgers könnt in eurem Loch... Ich seh dich! Super. Warum lauft ihr Jungs nicht zurück in euer Camp? Oh, gute Idee. Ich glaube, wir drehen um und verziehen uns in unser... Pandora ist gewalttätig und gefährlich. Sanctuary ist kaum besser. Du brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Priester, Vendetto! Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catcher-Ride-Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catcher-Ride anschließen kannst, halte ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Besorge ich dir ein Gratisfahrzeug.